Nur weil gerade kein Sommer ist, heißt das noch lange nicht, dass die Zeit des Aktivurlaubs in Schleswig-Holstein vorbei ist. Im Gegenteil, in der Nebensaison geht's hier in Angeln und an der Geltinger Bucht erst so richtig rund. Deshalb zeige ich euch heute, wie und wo ihr in der Gegend am besten unterwegs sein könnt. Mit dem Rad und auf dem Wasser. Ja, ich würde sagen, es ist ein eher typisch norddeutscher Morgen im Herbst. Vielleicht noch ein bisschen trüb, aber ich bin mir ganz sicher, das wird noch. Jedenfalls ist allerbestes Wetter für eine ausgedehnte Fahrradtour. Und die gute Nachricht gleich vorweg, es war noch nie so einfach, die richtige Route für jedermann zu finden, wie heute. Rad- und Wanderfreunden ist die App Komoot natürlich längst ein Begriff. Hier findet ihr unendlich viele Routenvorschläge für die Gegend rund um die Schlei, für alle Schwierigkeits- und Fitnesslevel. Genau wie auch auf der Website ostseefjordschlei.de. Ich habe mich heute für den 27 Kilometer langen Angeln-Turn entschieden, der durch die grünen Felder Angelns führt, vorbei an pompösen Herrenhäusern und auf schmalen Pfaden direkt an der Geltinger Bucht entlang. Ich hab doch gesagt, die Sonne kommt noch raus. Ha, das klappt immer. Wer die Touren nicht ganz alleine machen möchte, der kann sich natürlich auch einen Radführer zur Seite holen, so wie Armin Blome zum Beispiel. Welche Vorteile bietet das? Ja, das ist einfach so, dass unsere schöne Region in Angeln natürlich hervorragende Radwege hat, die der Feriengast nicht kennt. Und das ist einfach dann aufgrund der guten Ortskenntnis von Interesse, dass die Leute sich gerne an uns wenden können. Den Kontakt zu Armin Blome findet ihr auf geltinger-birk.de. Der kleine Ort Arnebü liegt zwar nicht direkt auf dem Angeln-Turn, der Umweg lohnt sich aber als Boxenstopp zur Stärkung. Hier gibt es die Landschlachterei Lassen, ein alter Traditionsbetrieb, der das berühmte Anglerrind im Angebot hat. Oder auch einfach nur einen kleinen Snack. So, nach der leckeren Mahlzeit ist es jetzt allerhöchste Zeit, dass ich mich wieder bewege. Ich wechsle jetzt allerdings das Verkehrsmittel und habe mir hier, kann man es überhaupt sehen? Da, bei den Kollegen von der Wacker Bay Surfschule in Wackerballig ein SUP geliehen, ein Stand-Up-Paddleboard. Und damit geht es jetzt raus auf die Geltinger Bucht. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es hier rundherum viele schöne Orte zum Suppen. Die Strände an der Ostsee, die Schlei. Es ist wie mit den Rad- und Wanderrouten in der Gegend. Sie sind nahezu unerschöpflich. Und deshalb ist es ganz gut, dass wir eine Nebensaison haben. Mit Frühling, Herbst und Winter. Denn nur im Sommer würde man das alles ja gar nicht schaffen.